Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Stellwerk 7. Wir schauen uns wieder ein neues Stellwerk an. Und zwar ist es Ustinat Oliki oder einfach in Deutsch Wildenschwert. Seit kurzem online und da kommt auch schon ein Zug. Was haben wir hier denn? MN94806 kommt hier von rechts von der Güterlinie und fährt durch bis nach Schotzen oder Schotzen, glaube ich, spricht man das aus, mit TZ. Ist übrigens das zweite neue Stellwerk, das werden wir uns dann auch noch anschauen, das ist hier links. Und hier rechts nach Trebova, dieser Bahnhof ist momentan nicht spielbar, der wird noch kommen. Wir haben hier die Strecke, die hier durchgeht. Wir haben hier in Duo Trebova die Möglichkeit, hier Züge auf die Seite zu nehmen für Überholungen. Da kommt davon Schotzen, ich sage jetzt einfach mal Schotzen dazu. Ein Zug, Express, Baja, Slowakei, fährt komplett durch. So, bitteschön. Da haben wir hier ebenfalls nochmal eine Ausweichstelle. Und dann geht es gerade hier weiter durch unseren Hauptbahnhof. Ustinat Oliki, das ist dieser Hauptbahnhof hier. Also sprich, Wildenschwert. Und Wildenschwert hat dann auch noch den Stadtbahnhof. Das ist der hier. Und die allermeisten Express- oder Regelzüge halten tatsächlich eher hier als wie im Hauptbahnhof, weil der vom Stadtzentrum relativ weit entfernt ist, gemäß Beschreibung. Und da haben wir dann auch noch eine eingleisige Strecke, die da weggeht nach Letohard. Da fährt auch momentan ein Zug ein und einer wartet dann für die Ausfahrt. Inklusive hier ein paar Anschlüssen. Das soweit zu dem. Ich denke mal den 948 können wir mal weiterfahren lassen. So. 64003, ich lasse ich auch weiterfahren. Der ist verfrüht unterwegs und in Schotzen kommt schon der nächste. Gleis 12 und LA2, der fährt eingleisig weiter. Und du fährst mal direkt hinter den Express hinterher. Einmal da rein bitte. Und der ganze Rest ist noch am Warten. Der hier auf Gleis 1, 71, 71. Abfahrt um 51, also recht bald. Okay, was sagt denn der Abbauer dazu? Herzlich willkommen im Stellwerk Ustinat Oliki, Deutsch Wildenschwert. In diesem Stellwerk steuert ihr einen Teilabschnitt der Strecke 010, welcher einen Abschnitt des paneuropäischen Verkehrskorridors 4 sowie des TEN-Korridors 22 ist. Zusätzlich wird noch ein Teil der Strecke 024 Ustinat Oliki, Letohard, Litschko, Dolny Lipka, Stiti, Hanusovic gesteuert. Nochmal schnell auf den Verkehr gucken. Da kommt der 98724. Hast du nochmal was? Nee. Den werde ich jetzt gerade mal schnell durchschicken. Und da hat er Ausfahrt. Und bei dem Güterzug hier, mal schauen, der Express ist jetzt da, der muss hier noch fahren. Ich glaube, das geht sich aus, dass der da unten geradeaus fährt und dann aufs Gütergleis rein tuckert. Ja, das sollte gehen. Und warte mal, kontrollieren, da 64. Skopina, ja. Fahren Sie da mal rein. Und der nächste von hinten. Ein Nex. BO3 kurzer Halt. Den werden wir wahrnehmen. Obacht, wir haben hier 3 und 3A. So. Wie geht's denn weiter mit den Infos? Der Abschnitt der Strecke 010 von Schotzen bis zum ODB-Abzweig Panik ist bereits modernisiert und an die heutigen Standards angepasst. Die Zugänge sind alle barrierefrei zu erreichen. Durch eben diese Modernisierung verlor jedoch das kleine Örtchen Bezpravi seinen Anschluss an die Eisenbahn. Das ist übrigens hier.
Der Haltepunkt samt Bahnübergang wurde stillgelegt. Der Name Bezpravi taucht aber weiter in den Fahrplänen auf. Es wurde einige hundert Meter weiter eine Überleitstelle mit demselben Namen errichtet. Diese ist aber aufgrund des Fahrplanjahres 2018, welche wir in Tschechien verwenden, noch nicht in Betrieb. Das ist quasi dann hier. Einmal ein bisschen weiter. So, LA1. Ich möchte dann gleich weiterfahren. Kriegst du für mir die Ausfahrt. UU6 noch Schotzen. Weißt du was? Was machen wir? Geht dann hier auf die 4 rein. Oh shit, der Express. Oh oh oh. Der Express war jetzt ein bisschen schnell. Nein, der hat hier gehalten. Fahr weiter. Schlecht, schlecht, schlecht. 94806, der fährt durch. So, ich habe ein Signal übersehen hier. Und Wiederholung da rein. Und UO3. Ja, der... Das wird mit dir nix. Du wirst noch auf den Express warten müssen. Bis der vorbei ist. Und jetzt mache ich das hier doch anders. Ist er noch weit genug entfernt. Du fährst da runter, das wird gelöscht. Express fährt durch und der fährt auf Personengleis. So, LA 92 fährt dann auf 6 weiter, das passt auch. Einmal so, einmal so. Oh, du fährst Natratz. Ja, ja, das passt. So, einmal konfigurieren. Du fährst so rein. Du machst das gleich im Anschluss. Und der wartet. Und bevor ich das Video gemacht habe, habe ich so eine kleine Demo-Session schon mal für mich gemacht. Und man hat hier sehr viele Überholungen, die man hier machen sollte. Also einerseits hier oben. Teilweise hier und halt hier unten. Deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen. Hier, wenn da die Züge kommen, also gerade die Güterzüge, wartet es dann noch, bevor ihr da die Weiterfahrt gibt. Was dann oft passieren kann, dass gerade ein Express angeschossen kommt und der aber zuerst durchfahren möchte. Da zum Beispiel der Pendolino hier. Der fährt komplett durch. So. Können wir jetzt hier gerade weitermachen. Der fährt jetzt den Güterzügen da hinterher. Sag mal, du bleibst doch noch ein paar Mal stehen, ne? Ja, zweimal. Und dann kann ich da vielleicht den Güterzug vorher nochmal wegschicken, wenn der eh stehen bleibt. 98404, der von links. Ja, der möchte dann auf Gleis 12. Ja, ach so, Moment mal. Das geht ja so nicht. So fährst du auf die 12. Pendolino 504, hältst du mal? Nö, der hört uns nicht gern. Der fährt wieder durch.
So, perfekt. 129 hat Durchfahrt. Und machen hier gerade die Wiederholung für... Richtig Wiederholung? Ne, ich mache die Wiederholung noch nicht. Wie das... Ah, shit. Das ist falsch. Du fährst dann bitte hier raus und du fährst dann da runter. Okay. Kubina, du musst bitte kurz warten. BO4, weil du gerade schon so nah dran bist. 17.03, ach was. Komm da rein. Der nächste Güterzug. Ich möchte bei Gleis 6 mal kurz stehen bleiben, der ist gerade on time. Aber Gleis 6 steht bei mir gleich was anderes. 52806. Der wird aber gerade direkt weiterheizen. Nachdem der Pendolino hier durchgefahren ist, kann man das eigentlich schon mal einstellen. Holy, warte mal. SP löschen. Der ist ein bisschen schneller da als gedacht. Okay. Das war's. Auch hier SP löschen. Da muss er halt länger warten. Ja gut, Güterzug. Weiterfahren. In den Hauptbahnhof. Neun, vier, acht, Durchfahrt. Er ist eingestellt. Und wir haben einen Nachbarn schotzen. Wer ist es denn? Mal kurz nachschauen. Der Sigi. Weil sein Sigi. Falls du das Video gerade guckst. Und jetzt schaut es hier wieder furchtbar aus. So, wieder gefixt. Wir fahren geradeaus weiter. Und jetzt können wir hier die Wiederholung machen. Nach da unten. Schön, wenn die Sachen funktionieren. Ja, wobei ich es auch nicht perfekt mache. So, BO3. Ja, gut. Komm, fahren Sie raus. Natürlich kommt jetzt ein Pendolino, wo ich die Ausfahrt für den Güterzug gemacht habe. Sollen wir das nochmal zurücknehmen? Ich glaube, ich nehme das nochmal weg. Das sollte er ja sehen. Ah, geil. Plus 1. Ja, sorry, Güterzug. Zu früh gefreut. Ja, er kann eins weiter, der will ja dann auf die 6. Sag mal, hatte ich dir nicht eingestellt, dass du weiterfahren darfst? Da machen wir vorzeitige Abfahrt.
Und du musst leider auch kurz warten. Da sitzt da schon der Pendolino im Nacken von hinten. Dann kann der hoffentlich ihn schützen, mal kurz auf die Seite. Also er hat auf jeden Fall die Gleise dafür, auch schützen habe ich mir schon kurz angesehen. Nette Strecke da hinten mit einer schönen eingleisigen Dieselstrecke. Mit VMAX 60. der nächste. Der kommt von Skopina, interessanterweise. Aha. Okay. OP4, DT2. Überall ein Halt. Sei dir gegönnt. Und Wiederholung Pendolino. Perfekt. Die Kandidaten unten sind jetzt weg. Der oben auf Gleis 12, der könnte eigentlich weiterfahren. Für die 2. Komm, vorzeitige Abfahrt. Je schneller ich dich los bin, umso besser. Yes, sehr gut. Und Wiederholung für den Güterzug da oben. Den 656. Du, Kollege, stehst jetzt wo genau? Achso, das ist der da. Jetzt müssen wir wieder rauslassen. Und von Natrazzi. Was bist du? Shit. Jetzt fährt er bei dir langsamer im Vorhinein. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Schlecht, schlecht, schlecht. Den kann ich jetzt. Was kommt jetzt davon schützen? Ein Regio-Chat. Alter Leute. Und von der Eingleisigen kommt auch was. Super. Was willst du? Ach, das ist ein Regio. Inklusive hier einmal Lok umsetzen bei mir im Bahnhof. Also mein hat Nitze da, da mal kurz halten und dann gebe ich dir die Einfahrt wegen dem Bahnübergang her. Ah, 5.11 muss weiterfahren. Erst noch Personengleis. Ja, passt. Oh, dann lassen wir den Express. Na, der Express muss erstmal kurz hinterherfahren. Ich sehe jetzt gar keinen anderen Weg. Nachdem der Express von der anderen Seite kommt, hätte ich gesagt, sonst kurz Gegengleis. Aber das ist mir gerade ein bisschen zu eng. Ja,
schon nicht ganz so ohne das Stellwerk hier. So, 5286. Da will auch noch Schossen da runterfahren. Oder Schotzen. Gehe ich schon mal aufs mittlere Gleis, damit er seine Ausfahrt gerade automatisch kriegt. Und den 41349 hast du zufälligerweise keinen Halt geplant. Ich werde dich mal da runter schicken, damit der Regiojet überholen kann. Und das ist ein 50-14, der hält den 2A. Ah, und dann hält er auf 4. Dann kann der Pendolino da vorbeifahren. Das ist sehr gut. Jetzt machen wir gerade hier die Wiederholung. Pendo. Pendo dann da. Pendo dann weiterfahrt. Ja, dann ist ja das gar nicht so schlimm. Also, du könntest mal einfach kommen. Und das Ganze mit dem Durchgangsverkehr hast du natürlich logischerweise auch in Schotzen. Da hat man mit dem am meisten zu tun. Und dann noch ein bisschen die Nebenstrecke zu bewirtschaften mit den Industrieanschlüssen. So 10-13 beschwert sich, das ist der da hinten, fährt hinter dem Güterzug. So, machen wir kurz weiter im Beschreibungstext. Der Namensgeber dieses Stellwerks, Ustinat Orlice, ist eine Sache für sich. Wie so oft in Tschechien ist auch dieser Bahnhof weit weg von dem eigentlichen Stadtkern. Viele Schnellzüge doch fahren daher diesen Bahnhof und halten erst im Stadtbahnhof, wie ich ja schon erwähnt habe. Ustinat Orlice Mesto. Der Bahnhof ist Ausgangspunkt der oben genannten Strecke 024 und bietet noch drei Anschlüsse. Den Infrastrukturbetreiber SZDZ, DC, Entschuldigung, ist mit einem Lager SZDZ Sklad und einem Standort von Schienentraktoren SZDZ MUV vor Ort. Auch die tschechischen Streitkräfte haben hier einen Anschluss. Dieser Anschluss heißt Vojenska Vleka, der ist hier links, mit der Nummer 23 führt zu einem großen Materiallager. So, mal kurz Verkehr beobachten hier. Hier nichts falsch machen. Alles noch normal hier. Der muss sowieso warten hier auf Gleis 6. Auf A Pendolino und B den Regio hier. Was haben wir noch? Ganz unten findet sich der Bahnhof Kluha Trebova. Hier können letztmalige Güterzüge gepuffert werden, bevor sie den Eisenbahnknotenpunkt Česká Trebová erreichen. Ganz wichtig ist dann eine Sache. Bevor ihr Züge an den ODB Panik anstatt über das Personenzuggleis Osobni Nadraci über das Gütergleis in die Ausfahrgruppe schickt, müsst ihr euch unbedingt mit den Nachbarn absprechen. Gerade Reisezüge haben dann keine Möglichkeit mehr, die Bahnsteige in Česká Trebová zu erreichen. Mit dem Abzweig habt ihr also die Aufgabe, den Zugverkehr für eure Kollegen vorzusortieren, damit diese etwas weniger Arbeit haben. Wisst ihr Bescheid? Schön aufpassen da. Da, Endobahn heizen. Sehr gut. So gefällt mir das. Nummer 1, 2, 4. Wir schauen mal aus mit der Zeit. Ja. War nicht mal so schlecht. Gefällt mir. Da oben, LA2. Schicke ich mal weiter. Vorzeitige Abfahrt bitte. Dankeschön. Und LA1 wird auch gleich weiterfahren.
bekommst die Ausfahrt und bist dann auf Gleis 12. Ich glaube, das kann ich dir auch schon mal geben. Und gut ist. Und Eurocity Metropolitan Praha Budapest. Gut, Durchfahrt. Sobald der Bahnübergang hier mitmacht. So, Gleis 4. Du fährst jetzt um 24 ab. Der bleibt lang hier stehen. Ja dann. Güterzug. Kannst du weiterfahren. Sei dir gegönnt. Und du wirst auch weiterfahren. 10.13. Selbstverständlich auf Personengleis. Erledigt. Ob sich das ausgeht, dass ich den Güterzug zumindest bis dahin noch kriege, bevor der hier auftaucht. 124 will jetzt dann auch gleich durchfahren. Das läuft. Der ist halt schon schnell unterwegs. Ich könnte was Wildes machen. Ich könnte den Güterzug mal kurz aufs Gegengleis schicken. Du musst dann sowieso hier reinfahren. Shit, jetzt kommt natürlich von der Gegenseite was. Ach ja, dann soll er warten. Was bist denn du? Ein Regio-Chat. Wien, Praha. Ich bremse dich natürlich nicht aus. So, was bist du, Werner? Ein Slutz. Ich glaube, du kannst gerade weiterfahren. 2 Minuten Verspätung. So, du fährst durch, du kriegst die Wiederholung. Der sammelt jetzt natürlich Pluspunkte bei mir. Und da ist er schon. Die sind echt schnell unterwegs. Ich glaube, der wird im hinten aufgeknutscht. So, da, Wiederholung ist drin. Der Kollege ist jetzt momentan hier und ist dann hier oben auf Gleis 12. Und einmal fürs Lokumsatz. Warte, kommt der nächste. Ein RX, der bleibt bei uns jetzt sogar einmal stehen. Da in diesem Stadtbahnhof. Mit dem Großen und fährt dann weiter. Was ist los? Verkehrslos, mein Kollege.
Danke fürs nicht nerven. Und Littohart meldet sich. Er wird auf Gleis 6 einmal wechseln. Kommen Sie rein, Gleis 1 Durchfahrt. Das war's, ich gebe dir das schon mal. Inklusive der Weiterfahrt. Ja, 10-3-4 ist ohne Halt. Okay, für den habe ich es auch schon eingestellt. 69510, du wirst auch nicht mehr warten. Ich wünsche ganz viel Spaß in der nächsten Station. Von den Zeiten her, dass es jetzt 17.16 Uhr ist, sind die Zeiten echt gut? Das wäre zu einem deutschen Stellwerk ein bisschen anders. Ja, doch. Alles weitestgehend on time. So, 53947, boah, ja, das ist Lutz da, ja. Du fährst dann da rein und gerade weiter. Fährt nach Skopine, Ausfahrgruppe Güterbahnhof. So, und einmal da runter. Aufgabe erledigt. Ja, also ich glaube, das wäre so ein Stellwerk, das würde ich mal öfter machen. Also gerade das mit dem auf die Seite nehmen, damit da die Schnellzüge da Gas geben können, finde ich schon ganz nice hier. Man hat halt einfach anschlusstechnisch nicht so viel zu tun hier. Es ist halt wirklich Züge durchschicken bis zum geht nicht mehr. So, der möchte auf UU3 mal kurz halten. Also möchte er nicht, aber vermutlich muss er es. 2 Minuten zu früh. Bereit zum Umsetzen. Kein Problem. Wir fahren mal nach da. Von da nach da. Oh, stimmt. Der Messzuzug. 21. Ah. Der ist zu schnell, der Kollege. Gib dir schon mal die Ausfahrt hier. Der fährt dem da hinten kurz auf. Der Bahnübergang muss jetzt dann demnächst unbedingt mal aufgehen. Das ist ein bisschen länger zu nun.
Eigentlich könnte man uns das mal kurz einblenden lassen. Wo war das? Die Ü-Zeiten. Ich glaube, ich lasse das mal hier so drin. Das ist ja eh nur diese eine Durchgangsstelle da. Ach so. Ich sehe gerade, auf die Art und Weise, wie ich Stellwerks immer aufnehme, sieht sie das gar nicht. Sieht sie denn das? Ja, das sieht sie schon. Ja, gut. Dann haben wir halt keine BU-Zeiten. Gibt Schlimmeres. Fünf, drei, neun, vier, sieben. Skopina. Einmal so. Und Skopina nach dö. Erledigt für uns. So, der 44250, der will ja, glaube ich, auch umsetzen. Auf der 6. Ja, wenn es denn sein muss. Schauen wir mal, dass wir den jetzt hier erstmal vorbeikriegen. Ich würde mal sagen, den schickt man da auf Gleis 10 hoch und dann hier rein und dann wieder nach oben. Jetzt habe ich gerade gesagt 10 und ich schicke ihn auf die... Warte mal. Entschuldigung. Ja, war auf die 10 bitte. Ja, 50, 9, 8, 1, wo bist du? Der da. Nee, ich weiß nicht, ich glaube, deinen Halt will ich gern skippen. Ich meine, ich kann den mal auf die 3 einstellen und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, da kommt schon was von Schotzen. Und dann ist dieser technische Halt vermutlich wegen dem, was da gleich kommt. So, Gleis 4 verabschiedet sich. Ist eingestellt. Ja, das ist jetzt richtig gut ausgegangen da mit dem Manöver. Als hätte ich das geplant. So was kommt da. Ein P-In. 920 erst weiter. Erstmal Gleis 3, gut, halten wir mal ein. Dann ist es schon mal nicht dieser Zug. Kollege, jetzt fahr doch mal hier rein. Ich brauche da das Gleis für ein Manöver.
Wieder nix. Slowakei, Emden. Und Skopina. Lito Hart oder Hart. Nein, kann sie nicht aussprechen. Besucht uns ebenfalls. Er fährt wieder komplett durch. Okay, da warten wir noch. Und der andere hier. Der, wer hat eigentlich on time? Mehr gucken. Oh shit. Du brauchst weiter fort. Es kam jetzt ein bisschen spät. Wisst ihr, was da noch praktisch wäre, wenn man da irgendwie so einstellen könnte bei dem Signal, wenn da ein Zug ist, sonst würde es einen Gong geben. Man weiß, okay, man muss mal schnell da noch in die Richtung gucken, dass man dann entsprechend die Fahrstraße weitermacht. Oder wenn TD2 ZDW und Zug aus, damit es hier schellt. Wobei, da weißt du nicht sofort, welcher Zug das ist. Ich glaube, der Kollege kann weiterfahren. Oh, ein RX. Alle klar. Und der hält wieder im Stadtbahnhof. 1A. Ah, jetzt kann ich jedes Mal lieber weitermachen. Fahren Sie weiter. Und die andere Lok ist jetzt bereit zum Umsetzen auf Gleis 6. Du fährst nach da. Und weißt du was? Du fährst weiter. Das Risiko gehe ich jetzt ein. In das Kopie da runter. Sollte sich ausgehen. Oh, der Leo Express. Auch am Durchheizen. Alle klar. Ist eingestellt. Der muss auch weiter. Und Junge da unten, gib Gummi. Lass mich das nicht bereuen. Ah. Hier da oben habe ich jetzt ganz vergessen. Ich mache auch gerade weiter. Spezielle Wunsdorf, Lehrte und Sätzchen, Region Bremen, Niedersachsen wird in Instanz 2 gesucht. Gleich so viele. Ja, lieber BO3, das wird erstmal noch nichts bei dir. Wobei, du könntest das jetzt dann gerade ausfahren. Diese Lokmanöver nach da und dann nach da oben. Und du, Kollege, fährst nach da rauf.
Ich würde so gern sehen, wie das da rechts dann aussieht. Ich glaube, das könnte was Größeres sein. Sehr perfekt. 871. Gott, nochmal kontrollieren. Ja, der hat einen kurzen Halt. Aber das passt. Ja, locker flockig. Gerade wenn der hier stehen bleibt. Ist der nicht im Weg? 493. Sonnenrichtung. Knallhart Durchfahrt. So, bitteschön. Dann werden wir fürs erste arbeitslos. Den 1361, den können wir hier nochmal die Wiederholung machen. Und dann erstmal genießen. Geht ein Sheerlock da oben für die 12. Aber was ist ein Sheerlock? Die ganz normale Lok da ist auch gleich fertig. Der andere fährt auf sein Ziehgleis. Und da kommt schon der nächste. Für Leto halt. Einmal da oben. 7 Minuten Verspätung. Und wenn ich das jetzt richtig sehe. 17:37. Kommt ein Regio-Chat dann gleich im Anschluss. Komm, wir fahren durch. Damit du hier auf Gleis 8 hier reinkommst. Perfekt, die sind gekuppelt. Bei euch geht es um 17:41 wieder weiter. Nicht ganz 10 Minuten. Und dann 90:033. Was war bei dir eine Sache? Du wirst durchfahren. Via Gleis 10. Hat zumindest noch keine Vorstraße zu mir gemacht. Ich glaube, das wird sich schon ausgehen, dass der bis zum Bahnhof da rein tuckert. Ach, 7:1. Gott, nochmal deine Destination überprüfen. Ja, du fährst dann auf Gelb. Erledigt. Und die eine Lok möchte jetzt hier reinfahren. Bitteschön. Da finde ich es jetzt ganz praktisch, dass wir hier dieses Kreuz da haben. Beschleunigt die ganze Operation hier. Und von mir aus gerade weiterfahren. Ja gut, ich würde sagen, so rein verkehrstechnisch haben wir das heute ganz gut hinbekommen. Es sind jetzt keine größeren Fauxpas passiert. Das mit dem eben auf die Seite nehmen, macht dir eigentlich recht viel Spaß. Ja, witzig wird es dann, wenn man hier vor den paar wenigen Anschlüssen hier noch ein bisschen Verkehr hat. Ansonsten überschaubar. Gibt von mir einen Daumen nach oben für das Stellwerk.
Und ja, gern mal wieder so nebenbei, vielleicht zum Netflixen zusätzlich. Richtig stressig ist jetzt nicht, man muss einfach nur aufpassen, dass man halt die Züge entsprechend sortiert und dass man sie hier rechts unten richtig schickt. Aber ja, doch, schönes neues Stellwerk, gefällt mir. Und ich hoffe euch auch. Ich sag damit schon mal ciao, ich mache hier noch ein bisschen weiter und eine schöne, gute Weiterfahrt. Ade. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.